Frauen als Architekt der Pinakothek der Moderne wurde in einem Interview mal gebeten, die Pinakothek mit einem Musikstück zu vergleichen. Und dann hat er gesagt, das wäre eine Bruckner-Symphonie. Wir freuen uns, dass es in diesem Haus mehr gibt als nur bildende Kunst, Design, Zeichnung, Grafik, Architektur, sondern immer wieder die anderen Künste zu Gast. Das ist ein Abend, der einiges offen lässt. Sie können Ihr eigenes Klangerlebnis gestalten, Ihr Erleben von Musik und Kunst. Sechs renommierte Streichquartette für Sie spielen, das ist eine ganz eigene Kunstform, eine eigene Lebensform, etwas Geheimnisvolles, was Magisches. Und das alles findet statt im Zusammenspiel mit Videoinstallationen der Künstlerin Manuela Hartl. Hier vor allem die Vorgabe, dass die Kunst und die Musik nebeneinander gleichberechtigt stehen sollen. Und das ist auch genau die Herausforderung, also diesen schmalen Grat zu schaffen, und den zu schaffen ist sicher ein Lebenswerk. Ich finde es ganz, ganz großartig, sehr beeindruckt. Es ist für mich in Bilder und Farben gegossener Klangkörper, der mir gelingt, aufzurufen. Wir wollen uns einfach diesem Phänomen, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, nähern. Es sieht so aus, als wären es oft wiederholende Elemente, aber sie haben in sich dann doch eine Dynamik, sodass man sozusagen nach einer Weile irgendwie das Gefühl hat, man hat schon alles gesehen, aber trotzdem nimmt einem die Dynamik und die Bewegung so unterbewusst noch mit. Dass man über das Sehen auch ein bisschen intensiver hört. Diese Gestalt, die sich als Ensemble-Identität über lange Zeit ausformt, ist für mich wie ein Gefäß, also eine Dichte, eine menschliche und musikalische, künstlerische Dichte, die sich nun über viele Jahre ausformen kann.